Gute 3 Wochen erst ist die Saison für den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu Ende. Und da beginnt auch schon wieder die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Das Fußballjahr ohne Europa- und Weltmeisterschaft, das beginnt nämlich schon Mitte Juli. Und heute Nachmittag war für die Blau-Schwarzen also Trainingsauftakt, allerdings auf einem ungewohnten Platz. Der Kieselhumes diente heute als Stätte des Aufgaloppes, weil der Rasen im FC-Sportfeld an der Kamphauser Straße noch gesperrt ist. Lediglich 15 Spieler inklusive Neuzugänge waren heute bei der ersten Einheit dabei. Doch die Nervosität bei den Fans, ob des bislang eher kleinen Kaders, scheint unangebracht. Die nächsten Tage wird sich doch das eine oder andere tun. Und wir haben ja gesagt, wir gucken, dass wir schon die eine oder andere Qualität noch bekommen. Und ja, da muss man auch vielleicht ein bisschen länger Zeit haben. Und die haben wir uns jetzt genommen. Wir sind noch früh in der Vorbereitung. Es geht erst los und wir haben noch 6 Wochen bis zum Saisonstart. Also von dem her werden wir noch die richtigen Spieler holen. Neben 2 Spielern aus dem eigenen Nachwuchsbereich verstärken immerhin 2 Drittliga-erfahrene Akteure den FCS. Nils Fischer kommt vom VfL Osnabrück, ist 27 Jahre alt und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Auf der Torwartposition haben die Blau-Schwarzen mit dem 31-jährigen Timo Ochs vom Zweitliga-Absteiger Jan Regensburg einen echten Routinier an Land gezogen, der sich schon auf seine kommende Aufgabe in einer neuen Stadt freut. Man kennt ja aus diesen Jugendauswahlmannschaften die Sportschule in Saarbrücken. Das ist sicherlich nicht unbekannt. Ich habe auch schon 2-3 Mal hier gespielt, damals noch zu Zweitliga-Zeiten. Von daher ist das Stadion und das nähere Umfeld mir schon bekannt, aber alles andere werde ich sicherlich die nächsten Wochen kennenlernen. Die Verantwortlichen auf der Kommandobrücke hatten vor dieser Spielzeit angekündigt, diesmal den Kader qualitativ besser zu besetzen, um eventuelle Verletzungslücken schneller als zuletzt zu schließen. Insgesamt fehlen also noch rund 7 Akteure. Also noch einige Positionen, die zu besetzen sind. Das betrifft sowohl die Abwehrreihe als auch das Mittelfeld. Und wir sind auch insbesondere bedingt durch die Verletzung von Markus Heyer auf der Suche nach einem Stürmer. Namen gab es heute noch keine zu hören. Aber vielleicht ist ja beim ersten Testspiel am Samstag in Quierschied bereits ein neues Gesicht im Team.